Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Nur ein ganz kurzes Video, wie ich da gerade nachschaue bei mir auf dem PC. Und ich lese euch das einmal vor. Achtung, Geschäftsschließung. Wie ich bei meinem gestrigen Besuch bei Pfeifenhuber erfahren musste, wird es dieses tolle Geschäft so nicht mehr lange geben. Es macht mich sehr traurig, da es eine Münchner Institution ist und ich dort schon immer gern Tabak und Zigarren gekauft habe. Pfeifenhuber wird es zwar weitergeben, jedoch an anderer Stelle unter anderer Hausnummer. Wer also dieses altherwürdige Geschäft in seiner aktuellen Form besuchen möchte, sollte das bald machen. Ja, keine gute Nachricht. Warum auch immer das Geschäft da zumachen soll und woanders wieder öffnen soll, keine Ahnung. Vielleicht sind die Mieten auch zu teuer geworden. Es ist ja momentan alles so teuer. Ich schaue da immer wieder dahin. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das wurde erfasst vor 27 Minuten, jetzt haben wir 13.36 Uhr. Nicht schön, das wollte ich euch einmal bloß gesagt haben. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ich denke aber schon. Lasst uns einmal überraschen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch und bleibt gesund.